Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Baldur's Gate 3 mit Paxis. Der Kampf ist so gut wie vorüber, also den sollten wir eigentlich jetzt auf jeden Fall gewinnen. Wir haben kein sengendes Niederschlagen mehr. Wir haben noch den Feuerpfeil. Macht 1 bis 10 Schaden und wenn wir treffen, doppelt so viel. Ah, 20%, alles klar. Dann sollten wir wohl normal angreifen, dann... Springen ist aber eine Bonusaktion. Wir haben nicht mehr so viel Energie. Sollten uns doch lieber heilen. Mit Gleisen. Ist das auch eine Bonusaktion? Das ist eine Aktion. Okay, dann nehme ich heilendes Gleisen. Das sollte eigentlich reichen. So. Und dann machen wir Wappnen und wir könnten immer noch Feuerpfeil machen. Ah, 20%. Das hat 40%. Ich weiß nicht, Wappnen lohnt sich dafür wahrscheinlich. Aber wir machen dann sowieso eine kurze Rast. Also warum nicht? Zwei Schaden, nice. Aber er ist ins Wasser gelaufen und dadurch ist jetzt brennend weg. Das ist natürlich nicht so cool. Daran habe ich gar nicht gedacht. Na gut. Also die fliegen auf jeden Fall gerne wild übers... Feld, aber solange die nur dieses komische Schlammzeug machen, ist mir eigentlich ziemlich egal. Der hat noch 16, damit ich auch keinen Feuerpfeil mehr verwenden. Das kriegen wir auch so hin. Ja, ich glaube, normaler Angriff reicht, oder? Durchbohrender Schlag, Schwung. Sehr gut, 5-1. Und er hat auch... Hat einen Malus von bis zu 4 bei Angriffswürfen und Rettungswürfen. Sehr gut. Das ist echt eine mächtige Armbrust. Kann man nicht anders sagen. Das war's. Wir können vielleicht noch einen Schritt weggehen. Tja, das ist nicht so cool, dieser Nahkampf. Von unserem Magier. Nur noch 20% Wahrscheinlichkeit. Es klappt. Schön. Und Regeneration ist dadurch auch unterbrochen, aber er kann sich eh nicht regenerieren. Es geht ja nur, wenn er auf diesen Ranken steht. Er ist jetzt leider dran. Ich hoffe mal... Ah, 10 bei Gale. Da können wir ihn jetzt schon platt machen. Definitiv. Falls er ihn trifft. Aber er hat ja auch dieses Bane, dieses Verdoben. Und er macht sogar was anderes. Er holt die Ranken wahrscheinlich, weil er hofft... Ich glaube, die sind echt dumm, oder? Also, hier gibt es noch einen Intelligenzwert und mit Sicherheit... Mit der Intelligenz, der Intelligenzwert beeinflussen, wie intelligent, logischerweise, die im Kampf vorgehen. Und ich glaube, diese, was ist eine Pflanze? Ich glaube, dieser Holzweid ist sehr unintelligent. Sieht man das? Intelligenz 10. Also, ist es gar nicht so ein kleiner Intelligenzwert. Trotzdem minus 2 auf Rettungswürfe. Weiß ich nicht. Was haben die für einen Intelligenzwert? 9. Die sind sogar noch dümmer. Aber nur minus 1. Ich weiß auch nicht so richtig. Ich glaube... Na, ist egal. Wir spielen weiter. Er hat das Feuer entfernt. Das heißt, wir können jetzt auch wieder in den Nahkampf. Ach so, nee. Provoziert Gegenangriffe. Oh. So, wir sind voll. Wir sind voll. Also ich würde sagen, wir machen... Nee, wir können es ja wieder wegstoßen. So. Und hier können wir trotzdem noch angreifen. Leider nicht getroffen. Oh, ganz geringe Wahrscheinlichkeit. 25%. Ah, ja, wir versuchen es einfach. Oder heilen, heilen. Irgendjemand, der geheilt werden will. Ja. Gale muss geheilt werden. Rettungswurf zum Glück gelungen. So, jetzt passiert uns gar nichts mehr. Es kann auch niemand mehr sterben. Es wird niemand mehr bewusstlos. Alles cool. Beschwört er jetzt wieder so ein blödes Ding? Nein. Fehlschlag. Will geht auf ihn. Er hat nur noch 4. Damit es hoffentlich sterben. Wobei, vielleicht machen wir... Na, wer ist denn noch dran? Gale. Wir schauen erstmal, ob Gale den kaputt bekommt. Nope. Aber die Ranken fangen an zu brennen. Toll.
no holding back. Ja, dann sollten wir ihn schon platt machen, er macht einfach zu viel Schaden. Also versuchen, 60% Genauigkeit ist jetzt keine 100%ige. Hat gereicht, nice. Dann warten wir hier. Und die anderen Gegner stoßen wir einfach immer weg und schießen dann auf die. Karlach ist dran, ja. Wegstoßen bitte, vielleicht den hier erst. Wie viel hat der noch? 8 von 12, ah, ist nicht so schlimm. Naja, aber jetzt ist der ja in der Nähe. Oh, ich Idiot. Naja, er stirbt jetzt sowieso nicht. Unser Fernkampf ist super schlecht. Könnten ihn natürlich blenden. Vielleicht machen wir das mal. Ist er jetzt geblendet? Der Schlamm hat voll den Zustand erhalten. Sprühende Farben. Kann man sich dagegen gar nicht wehren? Kann das sein? Gibt es Zauber, gegen die man sich nicht wehren kann? Sprühende Farben ist bei Angriffswürfen im Nachteil. Reichweite von Angriffen und Zaubern auf 3 Meter verringert. Ja, okay, nice. Dann lassen wir das so. Ja, wir können jetzt leider den trotzdem nicht angreifen und platt machen. Das war ein bisschen unüberlegt von mir, den da hinzustoßen. Logischerweise. Wir nehmen halt sonst Schaden. Da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Wir laufen hier einen Tick durchs Feuer, wenn wir nicht aufpassen. So. Ich will den eigentlich nur wegstoßen. Sehr gut. 60 und Feuerpfeil 40. Fehlschlag. Hm. Okay, die sprühenden Farben scheinen einen Tick besser zu sein, als ich gedacht hätte. Dann natürlich auf ihn zum Plattmachen. Das ist wichtiger. Der hat noch 8, wobei, aber ich weiß nicht, ob der noch einwischt wird, aber wahrscheinlich nicht. Komm, wir machen den platt. Tot. Death is but a word away. 42. Kältestrahl, schön, hat funktioniert. Und auch mit ihr machen wir Fernkampf. Ihr Fernkampf ist echt schwach, ey. Aber sie braucht ihn ja normalerweise auch nicht. Oh. Bonusaktion, kurze Rast. Göttliches Gespür ist sinnlos, brauchen wir nicht gegen ihn. Oh, er beschwört wirklich noch einen. Das gibt's doch nicht. Ich dachte, die können's. Das ist wie bei uns, dass man nicht jeden Zauber endlich oft machen kann. Es kann natürlich sein, dass es ein Zaubertrick von ihm ist. Dann kann er ihn so oft machen, wie er will. Okay, wir machen den jetzt zuerst platt. Er macht jetzt auch mehr Schaden, wenn er hier keine volle Energie hat. Wegen Koloss schlechter. Ah, dieses Verderben funktioniert echt geil, ey. Das gefällt mir. Und schon haben wir eine höhere Angriffswahrscheinlichkeit, eine höhere Trefferwahrscheinlichkeit. Dann stirbt er auch automatisch. Das war mir nicht klar. Okay, wir brauchen eigentlich mal eine kurze Rast. Wir sind gar nicht so ultra verletzt. Aber wir haben halt auch nicht mehr viele Zauber. Das heißt, wir werden wohl sowieso bald in eine lange Rast reingehen müssen. Und regeneriere einen Zauberplatz. Ich will aber lieber einen. Ja, genau. 2 Arcana Erholung laden wir. Ich glaube, wir machen trotzdem kurze Rast. Wir werden sowieso bald die lange Rast machen. Dann können wir jetzt auch mit voller Energie rumlaufen. Das macht natürlich mehr Sinn. Falls wir jetzt doch nochmal in einen Gegner rennen, haben wir dann eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, das zu überleben. Oh, der hat aber einiges. Da muss ich direkt mal einen Schluck Wasser trinken. Holzrinde. Diese Rindenstückchen, verdreht und mit Knötchen ausgehärteten Harzes, fühlen sich irgendwie rau und glatt zugleich an. Balsam, verdrehter Ast. Ein dicker, knorriger Ast in Keulenform. Ich glaube, den brauchen wir gar nicht mitnehmen, der ist nicht viel wert. Waldweitschild. Oh, plus 2 Rüstungsklasse. Fesselnder Schlag der Waldweit. Beschwörungszauber des ersten Grades. Und mit ihrem Arm
Und mit ihrem Arm hakte sich die Triade bei einem Mann unter, der einst ihr Liebhaber und aus Fleisch und Knochen war. Nun war sein Fleisch zu Rinde geworden, seine Knochen zu saftigem Kernholz und in seinen Augen leuchtete jedoch eine lodernde Liebe, so wie tausende Glühwürmchen auf einer Sommerwiese. Okay. Schauen wir mal, ob unsere Schattenherz dieses Schild nehmen möchte. Ich glaube, wir haben ein ganz normales Schild, oder? Ja, also nehmen wir es auf jeden Fall, weil dann lernen wir ja diesen, können wir ja diesen einen Zauber machen. Fesselnder Schlag der Waldweit. Und es sieht auch cool aus, dieses Schild. Das gefällt mir. Passt zwar nicht so richtig zu ihr und dem Rest, aber es sieht geil aus. Mal schauen, ob der andere das auch nochmal droppt. Oh, hier liegt einfach 100 Gold rum. Ich weiß gar nicht, warum. Nein! Ah, er droppt es leider nicht. Schade. Ah, Gewebemoos. Schatzhaft als Magierbart bezeichnet, kann überall wachsen, wo das Gewebe stark ist. Warum liegt denn da 100 Gold? Also, ich will mich nicht beschweren. Schlammmephitenflügel. Dieser Flügel aus Schlamm und weichem Lehm beginnt bereits zu zerfallen. Ja, nehmen wir ihn vielleicht auch mal mit. Er ist immer noch gefroren. Nice. Scheinen alle diesen Flügel zu droppen. Bin gespannt, was in der Holztruhe drin ist. Und hier waren ja auch zwei Holztruhen. One move ahead. Höre ich hier etwa noch Gegner? Könnte es sein, dass wir wirklich nochmal auf Gegner treffen? Wir schauen mal, was die Tränke machen. Nur herstellbares. Jänenohr-Asche. An der Asche klebt geschmolzenes Ohrenschmalz und macht das Ganze zu einer klebrigen Angelegenheit. Schurkenmurche, Wermut, Sublimate, Herbstzeitlose. Diese luftig süße Nebel macht, dass man sich so leicht fühlt, als könnte man die Sonne erreichen. Wer die Halme benässt, kann fast die liebeskranken Schluchzer hören. So, Tränke. Oh, wir können einen mächtigen Heiltrank. Ne, zwei sogar. Natürlich zwei. Dann ein Gegengift. Klein, braucht das was Gleiches? Ja, es braucht beides Salze. Aber wir haben so viel Salz, dass man sich vielleicht sogar diesen kleinen Heiltrank noch herstellen könnte. Beliebiges Salz. Mach ich's? Beliebige Suspension, aber vielleicht brauchen wir das auch für was anderes. Ne, ich lasse es erstmal. Den fetten Heiltrank brauchen wir auf jeden Fall. Den hat jetzt einmal unsere Kalach. Und Will müsste den jetzt zweimal haben und Gale gar nicht. Haben echt wenig Tränke. Okay, die beiden haben drei kleine Tränke, aber die brauchen auf jeden Fall jeder auch einen großen. Ich glaube, den anderen großen Trank gebe ich tatsächlich Gale. Dann bekommt Will zwei kleine, jeweils... Ah, ne, Moment mal, hat er einen kleinen? Einen kleinen hat er, okay. Bekommt er noch einen von Schattenherz, die sich besser heilen kann. Und ich glaube, den Rest lasse ich so. Oder geben wir sogar Gale noch einen kleinen? Ein kleiner Heiltrank macht meist nicht so viel Unterschied, aber wir geben ihm mal noch einen kleinen. So. Rama needed. Ah, war es im Moment. Surprises. Beschädigte Vase, da ist auch nichts drin. Oh, hier ist alles voll mit diesen Ranken. Zum Glück haben wir hier gekämpft.
Funkelhände, leitende Schläge. Bei einem Treffer durch einen waffenlosen Angriff erhält der Träger zwei Blitzschladungen. Effektive Leiter. Wenn mit Blitzschladungen versehen, sind Angriffe auf Konstrukte aus Metall und Gegner mit Metallrüstung im Vorteil. Manchmal will ich nur diesen Funken spüren, sagte irre Funkenfänger. Spüren, wie mich die Blitze durchströmen. Ja, wird niemand von uns anlegen, weil wir nicht waffenlos kämpfen. Schriftrolle magisches Geschoss. Wer könnte das gebrauchen? Ich glaube am ehesten Schattenherz. Die nehmen wir natürlich trotzdem mit und verkaufen die dann. Es ist aber interessant, wie viele Sachen wir für waffenlosen Kampf finden und für diesen Blitzspaß. Schwere Vase. Warum sollten wir die denn mitnehmen? Was ist das hier? Ach so, einfach nur ein Baum, okay. Aber wir speichern, ganz wichtig. Verfallenes Heiligtum. Von wem das wohl das Heiligtum war? Wahrscheinlich vielleicht irgendein Druidenheiligtum? Wahrnehmung erfolgreich. Wo denn? Halsspalt. Irgendein Druidenheiligtum vielleicht? Wenn das hier so pflanzlich ist? Vielleicht auch irgendein Naturheiligtum? Weiß ich nicht. Brief an Kaga. Lesen. Kaga. Uludan hat von eurem Fortschritt berichtet. Ich bin froh, dass der Ritus der Dornen begonnen hat. Ich werde bald von Mantelwald nach Baldur's Gate aufbrechen. Solltet ihr weitere Hilfe von meinem Zirkel benötigen, solltet ihr jetzt fragen. Sobald der Smaragdhain abgeschieden ist, wird er zum Reich der Schattendruiden und ihr zu seiner ersten Druidin. In Faldorns Erinnerung, Erzdruidin Aelis oder Aelis. Oh, haben wir hier gerade eine eine Verschwörung aufgedeckt. Sieht so aus. Diese momentane Chefin des Druidenhains scheint ein doppeltes Spiel zu spielen und zur dunklen Seite überlaufen zu wollen. Was ja gut zu ihrem Charakter passt. Nehmen wir das mal mit. Stelle Nachforschungen zu Kaga an. Also, wir haben eine Notiz gefunden, die beweist, dass Kaga mit den Schattendruiden unter einer Decke steckt. Das würde auch erklären, warum sie die Tieflinge vertreiben will. Eine zweite Notiz beweist, dass Kaga mit den Schattendruiden unter einer Decke steckt. Das würde auch erklären. Ja, schön, wie das hier doppelt quasi steht. Hm. Interessant, interessant. Aber ich hatte recht, dass das hier irgendwas Druidenmäßiges ist. Damn, it's good to be alive. Laufen wir auch mit Willen? Nein, er ist noch hier. Na kommt. Ein großer, leckerer Erdhaufen. Was verbirgt sich denn darin? Oh, viel. Gold, Silberbarren und dann noch einiges an Essen. Wer hat denn Essen hier versteckt? Aber egal, nehmen wir natürlich alles mit. Das wird auch irgendwann schlecht. Wir wissen doch, dass Essen hier schlecht werden kann. Dorniger Rohrkolben. Ja, nee, dann bekomme ich wieder eine Wunde, wenn ich da rangreife. Wuchtverwundbarkeit. Was passiert denn, wenn wir den angreifen? Achso, er verschwindet einfach. Ich dachte, der droppt vielleicht irgendwas. Ist hier noch irgendwie wo was? Nope, aber die Truhe da hinten, die wollen wir natürlich noch. Und die ist noch eine Vase. Die ist nass. Die arme Vase ist nass. Just a peek. Just a peek. Come on, gib mir was Schönes. Dass die alle nicht schwimmen können, ist aber auch merkwürdig, oder? Das ist ja echt nicht weit bis darüber. Oh nein, ist das nicht wirklich nur ein Seil drin? Naja, ziehen wir uns zurück und gehen zu der Vettel.
Wie viele Erfahrungspunkte haben wir? Ah, gar nicht mehr so weit weg, bis wir Level 5 sind. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Hier hatten wir alles. Ach ja, da fällt mir ein, wir können hier noch Tiers Schutz machen. Und ganz wichtig, wir wollen natürlich auch unseren kleinen Schaufel wiederholen. Dafür müssen wir aber in unser Zauberbuch den Zauber erstmal aktivieren. Welchen wir dafür rausnehmen, ist egal. Mehr Säurefall. Hallo Schaufel. Haben aber doch schon mit dir geredet. My master, talk, so your shovel's master now. Fine. Du heißt Schaufel. So, well first master, gutting locals, raising the dead, making them walk, making them. Oh, you don't like? Wait, are you horny for the book? Illy never shut up. Haben wir alles schon gehört? Du bist so redegebannt. Good with tongue. Good at Illy weak. Finish book, but master, master. Ah ja. Eigentlich ist Gale ja der Meister von ihr oder von ihm, was auch immer das ist. Tell you truth, Beefy. Trust me, always, always. See, tell you truth. Okay. Ja, ich mag den irgendwie, den Schaufel. Das ist mein kleiner Freund und wir werden schon dafür sorgen, dass er keinen Mist baut. Den Zauber müssen wir aber wieder rausnehmen. Der verstopft uns natürlich nur. Na, nicht bei dir. Wo ist er denn? Da. So, haben wir jetzt Gale ausgewählt? When the fisting starts, use the sparky magic to call shovel. Let's kill everything. Okay. Forthwith. Hier waren wir aber auch noch nicht, fällt mir gerade auf. Sharp as ever. Keep in pace. Ein Lager und ganz viel Blut. Wer auch immer hier war, ich glaube, der lebt nicht mehr. Halb angegessener halb angegessener Äpfel. Someone had a party here. Or something. Ich will nur schauen, dass es auch die normalen Äpfel sind, damit wir nicht wieder irgendwelchen vergifteten Mist mitnehmen. Whatever did this, the blade stands ready. Es Smelterrot hat die schlechtesten Eigenschaften. Das hatten wir schon. Brauchen wir noch einen Rucksack? Wir haben ja jetzt eigentlich jeder ein. Ach guck mal, der ist sogar was mehr. Also was mehr. Der ist sogar schwerer als der Rucksack, den wir schon hatten. Der hat, glaube ich, nur 1 Kilo gewogen. Die Zierstiche am linken Taschenriemen beginnen sich zu lösen. Aber wir brauchen ja keinen. Wir haben jetzt für jeden so eine Aufbewahrungsmöglichkeit. Der offene Osten, Band 3. Ich kannte die Gur als reisendes Volk, das den Leuten die Zukunft vorhersagt. Aber man lernt ein Volk erst dann wirklich kennen, wenn man sich zusammensetzt und Geschichten erzählt. Wir saßen am Straßenrand um einen heißen Kessel-Eintopf herum und sie erzählten mir, sie seien die Kinder der Selune. Und ihre Geschichte reichte zurück bis ins alte Rashemen. Die Legenden der Gur berichten von zwei Wichlaran, Hexen, die sich weigerten, die Anweisungen ihrer Älteren zu befolgen. Verärgert verwandelten die älteren Hexen die jungen Maiden in Singvögel und sperrten sie in einen goldenen Käfig. Wenn sie schon nicht bereit seien zu lernen, so sagten sie, könnten sie wenigstens Musik machen. Doch die Wichlaran entkamen und flogen durch Faerun. Schließlich landeten sie erschöpft im Garten eines Klerikers, der sie im Namen der Selune segnete und dadurch den Fluch aufhob und sie wieder in Menschengestalt verwandelte. Seitdem sind sie Selunes Kinder.
Alle Gurvölker verfolgen ihre Linie zurück zu diesen jungen Maiden. Manche Gur-Matriarchinnen nehmen sogar den Titel Maid an. Natürlich praktizieren sie als Lunes Anhängerinnen keine Wichleran-Hexerei mehr, doch manch einer sagt, sie liege ihnen noch immer im Blut und lasse sie in die Zukunft sehen. Es war eine wunderbare Geschichte und ein hervorragender Eintopf, aber lag etwas Wahres darin? Ich werde dem nachgehen, wenn ich wieder in Rashemen bin. Vielleicht erzählt man sich dort eine andere Geschichte. Dann nehmen wir mal nur das Essen mit, den Rest brauchen wir, denke ich, nicht. Hier ist noch ein Beutel. Noch mehr Essen. Wer hier wohl gelagert hat? Die waren auf jeden Fall vorbereitet auf eine lange Reise, aber es hat ihnen nicht so viel gebracht. Sie sind anscheinend gestorben. Vielleicht umgebracht von der Vettel oder von ihren Feen. Laute. Eine Laute. Nur 14 wert. Diese Laute ist das erste Instrument zahlreicher Barden und da klingt Land auf, Land ab in ganz Fähre. Und ganz ehrlich, brauchen wir nicht mitnehmen. Nur 14 wert. Was mag hier wohl passiert sein? Ah, ich glaube, Wasserkaraffe ist wieder sowas, was wir gar nicht brauchen. Überleben fehlgeschlagen. Warum findet denn hier niemand was? Mist! Ah, nice. Leere Trankflasche. Was da wohl für ein Trank drin gewesen ist. Schriftrolle Federfall. Das benutzen wir eh nicht im Kampf. Ist eigentlich egal, wer die nimmt. Ja, will, sollte sie nicht nehmen. Schriftrolle Knochenkälte. Verhindere bis zu deinem nächsten Zug, dass das Ziel heilt. Ein untolles Ziel, außerdem bei Angriffswürfen mit Nachteilen. Ohne Scheiß, wir haben noch niemanden gesehen, der sich geheilt hat. Selbst dieser Holzmaid war nicht auf diesen Ranken, glaube ich, drauf und hat sich auch nicht geheilt. Aber wenn, dann braucht es wohl Schattenherz oder... Ach nee, das ist gar kein Nahkampf. 18 Meter Entfernung. Wem geben wir das da? Aber ich glaube, ich gebe es trotzdem Schattenherz. Oder Moment, was hat das für ein... Ich wollte gucken, was dann widerstanden werden muss, aber ich glaube, Knochenkälte geben wir... Ja, was soll das, Schattenherz. Ob die, die hier... Oh, tut mir leid, ich bin müde. Ob die, die hier gerastet haben... Das Feuer brennt ja auch noch, das kann ja eigentlich nicht so lange her sein. Die hier gerastet haben, auch diese Truhe vergraben haben, oder ist das nur Zufall? Hab auch wieder viel Essen, das könnte schon gewesen sein. Okay. Färbemittel, Alter. Wollen wir mal irgend so ein Färbemittel einsetzen? Ich will sehen, wie sich das auswirkt. Was haben wir denn für Färbemittel? Färbemittel Weiß und Scharlachrot? Kombiniere diese Färbemittel mit einem Ausrüstungsgegenstand, um die Farben von Stoff, Leder und sogar Metall zu ändern. Was haben wir noch? Okay, das scheint blau auszusehen, das Färbemittel. Ach nee, das ist... Es gibt anscheinend selteneres Färbemittel. Aha. Lol. Blau und gelb. Diese starke Kombination aus blau und gelb erinnert an eine feste Schikale am Winter mit wehenden gelben Kleidern und Gelächtern in der Luft. Sehr ansprechendes Färbemittel, das an Schnee und frisches Blut erinnert. Gibt es dann auch nicht seltenes Färbemittel? Hat wenig noch mehr? Färbemittel Meergrün. Kluge Meerleute bewahren Korallen 100 Jahre lang. Achso, das kennen wir schon. Der sieht halt ziemlich langweilig aus. Komm, wir machen den mal weiß und rot. Okay. Gegenstände kombinieren. Mit dem Färber kannst du deine Ausrüstung entfärben, wenn du die zuvor mit Färbemittel behandelt hast. Ah, was? Ja, es sieht besser aus als vorher, aber es ist trotzdem nicht geil. Ist eigentlich das Farbzeug ist mir komplett bums egal. Deswegen werde ich jetzt, glaube ich, auch noch blau, gelb und grün probieren, um zu schauen, was hier am schönsten aussieht. Oh! Das sieht cool aus. Dann lasse ich das doch so. Sein sieht eigentlich schon gut aus.
Ihres auch und ihres auch. Ja, dann lasse ich das einfach so. Der hatte das Hässlichste, aber das Blau und Grün gefällt mir. Passt. Ich wüsste zwar nicht, warum man das einsetzen soll, aber ja gut, wenn ich in Zukunft wieder komplett hässliche Sachen habe, kann ich es ja einsetzen. Aber das scheint mir auch eher Sinn zu machen für so das Hauptgewand. Also jetzt unbedingt irgendwelche von diesen Handschuhen oder sowas einzufärben, brauchen wir, denke ich, eher nicht. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen Cut. Liken. Geht's hier weiter? Nee. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Und ich gehe stark davon aus, dass wir beim nächsten Mal uns dann wirklich der Vettel annehmen und mal schauen, ob wir da rauskommen, ohne gegen sie kämpfen zu müssen. Oder ob es auf einen Kampf mit ihr hinausläuft. Aber da wir ihr nicht geholfen hatten in der Situation gegen die zwei Brüder und wir auch schon die Feen von ihr umgebracht haben, würde es mich nicht wundern, wenn sie uns alles andere als freundlich sind und gestimmt ist und wir dann dementsprechend sowieso gegen sie kämpfen müssen. Ja, macht's gut, bleibt cool, euer Paxis. Tschüss.